Oh, Alter, was geht ab, Leute, hier? Smashburger Time in München. Grüner Kiosk mit K. Grüner Kiosk. Noch nie davon gehört, aber ich bin hier auch nicht so oft. Erstmal vor Ostern, seit diesem Osterwochenende, gibt es hier neue Smashburger. Und dann nach Ostern, jeden Samstag, müssen wir natürlich testen. Smashburger-Experte, vor allem jetzt nach der Smashburger-Tour aus Berlin, in Berlin, der direkte Vergleich. Ich habe bestellt, 16,50 hat es gekostet, aber ich habe nicht reserviert. Muss warten, bis alle, die da sitzen, ihre reservierte Runde bekommen haben. Dann sind wir dran, so 20, 30 Minuten chillen wir hier. Die hatten so einen Instagram-Post und dann drunter alle markiert, so Foodblogger. Wir wurden nicht markiert. Wir haben es noch nicht in der Szene geschafft. Ich habe mir noch keinen Namen in München gemacht. Schaut mein Setup, Leute. Hier ist mein Stativ und hier ist mein Tisch. Aber wir hatten schon schlimmere Setups. Neben Mülltonnen, auf Mülltonnen. Erstmal ein paar Shoutouts. Shoutout an Tati. Digga, der hat einen verrückten Move ausgepackt. Ich will nicht mehr drüber sagen, es hat was mit Krypto zu tun. Mein Gott, ey. Zum Glück ist alles gut gegangen. Und Shoutout an den noch kritischen. Der wohnt hier in der Nähe. Ich hätte Bescheid geben können, aber es war sehr spontan und es ist Ostersonntag. Er ist halb Deutscher, deswegen dachte ich mir, hat er was anderes zu tun. Zu bemerken, das Brioche-Bun von, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Brioche-Bun von Julius Brandner. Wer aus München kommt, der kennt den. Das ist in München der beste Bäcker. Und ja, der ist krass. Aber ich habe jetzt keine Bäcker-Erfahrungen, Backwaren-Erfahrungen, um den zu vergleichen. Meine Vergleichsmöglichkeiten sind Aldi und Lidl Bäcker und halt so die Standard Müller, Wimmer und so, die Ketten, die man so hat. Oh, der war zu knusprig, der war zu braun. Erstmal pur. Vorzug aber Pommes, aber es ist trotzdem gut. Fleisch von irgendeinem Metzger, der sagt mir aber nichts. So. Okay. Juicy. Saugurke viel zu stark. Smash rammt nicht am Start, also der ist auch nicht so gesmashed, der ist eher so ein sehr flacher, normaler Burger Patty. Schmeckt auch wie ein Burger, aber ein guter Burger. Sehr penetrant, sehr dominant, Saugurke. Ich werde die erstmal einfach so essen, weil du schmeckst nichts anderes, sie ist extrem stark. Schön weich, schön flach. Brot ist geil. Ich muss ganz klar sagen, er schmeckt einfach wie ein normaler Burger. Gib mir jetzt nicht dieses super weiche. Beiß rein, alles. Du kannst es so zermanschen und alles verwandelt sich so in einen Klumpen. Das ist immer noch sehr bissfest wie ein normaler Burger halt. Also Brot ist top. Julius Brandner ist top. Der ist krass. Fresh ist sehr lecker. Qualität ist am Start, merkt man. Das Fleisch hat echt ein gutes Aroma.
sehr schmackhaft. Aber er hatte ja vor kurzem erst Goldies und Snackburger. Viel, viel stärker. Auch der davor, den ich in München hatte. Fairfax besser, Fat Butcher besser. Haben wir die Gurke wieder? Gurke ruiniert alles, Mann. Ihr merkt auch, wie ich ein bisschen mehr kaue als sonst. Ist doch schön hier, aber mein rechtes Auge juckt. Aber wie kriegt es rein? Sagen wir es mal so, ich würde nicht extra hierher fahren für diesen Burger. Aber wenn ich hier in der Gegend wohne, sonntags, Wochenende irgendwie hier chille in meiner Pagode oder so, meinen Spritz da trinke, die Sonne genieße und Bock auf was zu essen habe, dann würde ich mir den bestellen auf jeden Fall, weil der ist lecker. Aber nicht erwähnenswert. Auch nicht mit dieses Brandner Brot und was weiß ich für ein Metzgerfleisch. Nochmal ein letzter Blick. Der Grüner Kiosk. Der war okay. Ich sag mal so, ich war der einzige Nicht-Deutsche da. Da vorne habe ich eine Menge meiner Kindheit verbracht. Das ist ein American Fried Chicken. Ja, American Fried Chicken. Nicht Kentucky Fried Chicken. Ihr wisst ja, als Kinder haben wir TCG, Trading Card Games gespielt, Yu-Gi-Oh! Und auch andere Sachen. Und in München gab es halt immer Funtainment und ganz früh auch Sabelschule. Also das war halt in der Innenstadt. Und da war ich nicht so oft mit meinen Klassenkameraden, Freunden, sondern hier gab es immer so einen unbekannteren Laden. Und da sind meine Freunde immer hingegangen. Und wenn der dann zugemacht hat, sind wir zu diesem American Fried Chicken gegangen. Das ist der Laden. Ja, was geht, Leute? Ich habe mir gerade neue Vapes gekauft und gleich in der Nähe ist ein Burgerladen, den können wir schnell abchecken für einen schnellen Burgi. Wie ApoRD der aller echte Hase sagen würde. Die letzten paar Tage habe ich so einen neuen Coin versucht zu farmen. Zu meinen, nicht zu farmen. Zu meinen. Und das ist auch, man munkelt, der Grund, warum Solana gerade richtige Schwierigkeiten hat, weil zu viele Leute das farmen, zu viele Transaktionen und so. Und ja, also ich kenne mich nicht so gut aus mit Technik und so. Also es gibt diese Freaks, die ihre eigenen Dinger da programmieren und dann das so unendlich loopen und laufen lassen. Ich mach das halt manuell auf der Webseite, aber ist trotzdem ganz okay. Ruff's Burger. So, Double Smash kostet 8,90. Belgische Pommes und so ein Philly Cheese Beef Burger für den Hunger. Ja, der Tisch ist instabil, Mann. Wie mein Portfolio. Ich erinnere mich an den Laden. Der hat immer so dickes, fettes Brot, Mann. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt. Was ist das für Brot, Junge? Ey, ich weiß nicht, wie das Fleisch da durchkommen soll. Riecht aber geil. Ist am Start. Ketchup Senf kommt geil. Yo, halbier doch das Brot bitte. Was ist das, Mann? Das Brot ist weich und fluffig, also es geht runter, aber Digga, was ist das für ein Monsterbrot? Merkt es auch beim Beißen und Schlucken. Das Fleisch ist gut. Senf-Ketchup-Ratio ist auch sehr gut. Also hier ist ein bisschen mehr Senf. Man schmeckt es auch raus und ist geil. Aber das Brot. Sauber gut und nice. Nicht zu stark wie beim letzten.
Jetzt kommt mir das Brot nicht weg. Das hätte echt Potenzial, ein Brot anders wäre man. Ich habe mit Absicht nur Brot gegessen, um das Brot hier ein bisschen weniger zu machen. Brot auf null fertig. Manchmal ist das Brot ja ziemlich fertig. Ich würde sogar sagen, es könnte ein bisschen Fett vertragen. Schmecken tut er. Aber er könnte besser sein. Und nee, manche Sachen sind Geschmackssache. Aber das mit dem Brot ist keine Geschmackssache. Das ist einfach zu viel Brot. Ich kann mich nicht täuschen. Das ist nur so ein kleines Stück Fleisch. Also mir hat der Senf sehr gut geschmeckt. Das ist der senftigste Smashburger in München. Aber auch der brotigste. Der kriegt keine Bewertung. Der ist jetzt so, weil ich Hunger habe. Ich hätte lieber noch einen Smashburger gehabt. Boah, ich hätte lieber noch einen Smashburger gehabt. Also der Laden ist auch nicht so bekannt für die besten Burger in München oder so. Ist einfach ein solider Burgerladen. Mehrere Filialen. Und seit neuestem Smashburger muss ich natürlich direkt testen. Der Smashburger auf jeden Fall besser als die regulären Burger hier. Aber jeder Burger von denen hat dieses fette Brot. Back in der Zentrale, aka der Mine. Wir schauen mal in meine Rangliste rein. Zwei neue Burger haben wir getestet, Smash Burger. Und die sind auf den 7. und 8. Platz gelandet. Grünes Eck gibt ihm 6,5. Fleisch war gut, Qualität war gut, hat man echt gemerkt. Aber wo war da der Smash? Da fehlt mir echt Smash Burger Feeling. Das war nicht mal so flache. Das war eigentlich fast ein normaler Burger. Und Ruff's Burger ist eine Kette. Burger an sich solide, aber was ist das für ein Brot? Habt ihr schon mal so ein Brot bei irgendeinem Burger gesehen? Funktioniert echt nicht, dieses Brot. Echt gar nicht. Wahrscheinlich morgen. Erstmal ein Mubarak an alle Brüder und Schwestern. Und morgen kommt nochmal ein Burger-Video als Special. Also es war ein Burger-Test, aber ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Und dann wurde der von einer gewissen Person unterbrochen. What the fuck? Und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Wir sehen uns.